Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder Limited Edition News bzw. Online-Exclusive-Produkte, die es jetzt neu geben wird und eine Marke, die jetzt auf dem deutschen Markt vorhanden sein wird, die es vorher noch nicht gab. Sehr, sehr spannende News auf jeden Fall. Ich wünsche euch dabei wie immer ganz, ganz viel Spaß und hoffe natürlich auch als erstes, dass es euch allen gut geht und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Wir starten als erstes einmal mit der neuen Marke. Ich denke, das wird sehr viele vielleicht von euch interessieren. Also, ich denke schon, auf jeden Fall. Und zwar gibt es jetzt bei Pursh die Marke Glamlight. Die gab es bisher, soweit ich jedenfalls weiß, nur in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und genau, jetzt gibt es sie auch in Deutschland ohne diese enormen Shipping-Gebühren. Also, falls ihr schon mal versucht habt, irgendwas aus Amerika nach Deutschland zu kriegen, auch so vielleicht so von so Indie-Brands und so, wo dann der Versand so 26 Euro kostet, da sind wir jetzt auf jeden Fall weg von, denn es gibt das bei Pursh jetzt. Und ich wollte euch die Produkte gerne mal vorstellen. Ich habe auch schon gesehen, als ich das Ganze jetzt rausgesucht habe, dass super viele Sachen schon vergriffen sind. Aber um euch eben das Ganze einfach vorzustellen und ihr könnt euch auch per E-Mail informieren lassen, wann das wieder reinkommt und so, damit ihr dann immer die Ersten seid, die dann wisst, ja, die Bescheid wissen, dass man es jetzt wieder kaufen kann. Und zwar gibt es die Lidschattenpalette Lava Cake Palette. Sieht so, so süß aus, meiner Meinung nach. Das ist die Hershey's Kisses and Glamlight Lava Cake Palette. Und ja, super interessant. Die haben alle eine ganz bestimmte Color Story. Es gibt nämlich so mehrere, die so aufgemacht sind wie diese. Dann gibt es noch die Hershey's Kisses x Glamlight Milk Chocolate with Almond Palette. Und ich finde, auch hier ist der Name auf jeden Fall Programm. Finde ich auch sehr, sehr schön. Außerdem gibt es aus dieser, ich glaube, es ist eine Kollaboration, eben auch ein Lipgloss-Set, wo ich finde, dass wirklich auch sehr besondere Farben mit dabei sind. Und ich glaube, auch besonders, wenn ihr einen dunklen Hautton habt und dementsprechend auch eine dunklere Lippenpigmentierung, dass halt ein paar dieser Glosse einfach nur Bombe aussehen werden. Also mega cool. Dann gibt es noch die Cookies and Cream Palette, da ist eben diese blaue Color Story mit dabei. Finde ich auch sehr, sehr schön, gerade wenn man wirklich diese monochronen Looks liebt, monochrone blaue Looks liebt, ist das wirklich eine perfekte Palette. Und dann gibt es hier scheinbar auch aus einer anderen Kollaboration die Mikaela x Glamlight Palette. Die finde ich sieht auch sehr, sehr schön aus. Und wenn man das mal, es ist ja eine sehr große Palette, wenn man das so ein bisschen runterbricht in so einzelne Farbabteilungen sozusagen, sieht man auch, wie viele wirklich perfekt zusammenpassende, ja, wie viele Matches da einfach gibt, wie man das am besten kombinieren kann und so. Wunderschön. Also erst dachte ich, oh, das sieht ein bisschen wild aus, aber wenn man sich mal genauer damit beschäftigt, passt es wirklich richtig toll. Dann gibt es außerdem noch aus dieser Hershey's Kisses x Glamlight, die Special Dark Palette. Ich muss sagen, die bringt schon mein Herz ein bisschen zum Höherschlagen auf jeden Fall. Ist auch gerade leider ausverkauft mit dieser wunderschönen violetten Color Story. Und dann gibt es, und ich muss sagen, die hätte ich so gerne gehabt, aber das war so schnell ausverkauft einfach, die Dirty Martini Palette. Die habe ich halt schon bei anderen Beauty-Bloggern aus dem amerikanischen Bereich gesehen und die ist einfach ein Traum. Ich liebe ja so diese grungy, grünen Töne. Alles, was in diese Richtung geht, wunderschön. Und natürlich, falls man das lieber so ein bisschen neutraler mag, was ich auch verstehen kann, die Chocolate Martini Palette. Alles wunderschön auf jeden Fall. Und falls man ein Fan von so diesem gräulichen Taubtönen und sowas ist, ist auch die Hershey's Kisses x Glamlight Milk Chocolate Palette wirklich perfekt. Und falls euch irgendwas davon interessiert oder ihr generell bei Pursh shoppen wollt, behaltet sehr gerne meinen Code im Hinterkopf. Da bekommt ihr immer 15%, die ihr sparen könnt. Es ist nicht immer auf jede Marke. Es steht immer in der Infobox, auf welche Marke es gerade Rabatt gibt. Aber ja, ihr könnt mich damit unterstützen. Ich bin da immer sehr, sehr dankbar für und ihr könnt Geld sparen. Und jetzt wisst ihr ja, was vielleicht demnächst in euren Warenkorb wandern darf. Und es gibt neue Produkte von Essence, und zwar online exclusive. Und zwar gibt es zwei verschiedene Varianten von den One to Freeze Gel to Sorbet Face Primern. Und zwar einmal in Glow Boosting und einmal in Hydrating. Und ich muss sagen, das finde ich
super spannend. Also ich bin ja immer so für aufgepolsterte, super gepflegte Haut, feuchtigkeitsspendende Produkte. Ich liebe das ja, weil es einfach zu meinem Hauttypen so gut passt. Und zwar ist es so, dass man diese Produkte, also wenn man die einfach so noch hat, haben sie eben diese gelartige Textur. Aber wenn man sie ins Gefrierfach packt, hier steht Gefrierschrank. Ich weiß nicht, ob damit wirklich einfrieren gemeint ist, aber ich meine, es steht ja auf Freeze. Also ist vielleicht nicht nur der Kühlschrank damit gemeint, aber ich weiß es nicht genau. Es wird nicht so ganz klar. Wird das Ganze nämlich dann so Sorbet-artig, ne? Also so ein bisschen fester, so aufgeschlagener, ist ja immer so ein bisschen Sorbet-mäßig. Und ich bin super gespannt darauf. Das klingt total spannend. Es gibt es halt nur online-exklusiv dann, aber ich denke, ich werde mir das auf jeden Fall ansehen. Dann gibt es von Balea eine neue Limited Edition, die nennt sich Frizzy Fruits und es gibt unter anderem eben auch ein Haarparfüm dort enthalten, aber auch eine Haarkur. Also ihr seht schon so, Haare ist das Thema auf jeden Fall dieser Limited Edition. Außerdem gibt es auch noch ein passendes Shampoo und da steht eben drauf, fruchtige Pflegeformel mit Aprikosenextrakt für jedes Haar. Und ich meine, bei den anderen ist das eben auch drin mit Aprikose. Und ich glaube, dass das Haarparfüm aber auch noch mit Wassermelone versetzt ist. Also, wie der Name schon sagt, es wird auf jeden Fall sehr, sehr fruchtig. Und dann gibt es auch noch das Air Dry Spray Frizzy Fruits. Das Ganze ist mit Kiwi-Extrakt für jedes Haar. Und ich denke, das ist einfach dafür da, dass in euer lufttrocknendes Haar sozusagen raufzugeben, damit es gepflegt wird und eben im nassen Zustand dann noch. Also sowas, denke ich, wird das sein. Finde ich sehr, sehr spannend. Und für eine Limited Edition, die auf Haare ausgelegt ist, darf natürlich auch sowas wie ein Volumenpuder oder vielleicht auch ein Trockenshampoo oder sowas nicht fehlen. Und es gibt jetzt halt ein Volumenpuder, was hier enthalten ist, ebenfalls auch wieder mit Kiwi-Extrakt. Ich glaube, sowas gab es auch schon mal. Früher gab es ja auch so richtig diese Kiwi-Bodylotion, Duschgel und sowas. Habe ich mega gefeiert. Gibt es mittlerweile nicht mehr so häufig. Dann gibt es auch noch eine Spülung, passend zu dem Shampoo, was enthalten ist. Und das war dann auch schon diese ganze Limited Edition. Also definitiv für die Haare einiges dabei, würde ich sagen. Aber auch bei Rossmann gibt es eine neue Limited Edition. Und zwar ist es die Wild Leo Limited Edition. Hier ist auch ein Trockenshampoo enthalten. Frische Kick für voluminöse Fülle mit pflegendem Duft. Es sind Pfingstrosen drauf abgebildet. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es danach riecht auf jeden Fall auch. Außerdem gibt es in der Reihe auch das Style and Create Haarparfüm für aufregend floralen Duft. Auch da denke ich, da das auf dem anderen Produkt abgebildet ist, hier jetzt auf diesem nicht. Ich denke, dass das Ganze halt wirklich nach Pfingstrose riechen wird, denn auch auf dem Deo-Spray ist eine Pfingstrose abgebildet. Mit aufregend floralem Duft gibt es das Deo-Spray jetzt hier nämlich mit 0% Aluminium für 24 Stunden Halt. Das ist dann ja auch immer halt so mit Duft, also kein Antitranspirant. Das schützt euch nicht davor, dass ihr ja schwitzt, sondern eben es schenkt einen frischen Duft sozusagen. Und auch in dieser Reihe bei Isana gibt es ein Volumenpuder mit aufregend floralem Duft. Auch hier steht es drauf. Auch das, denke ich, wird dann so wie alles nach Pfingstrose riechen. Und auch eine Cremedusche ist dabei. Ich muss sagen, die Cremedusche, das sieht aber, das ist alles so weiß und hat halt eben nur diesen Sticker drauf. Sieht irgendwie aus wie etwas, was super alt ist, finde ich tatsächlich so vom Design. Ist mir auch gerade erst aufgefallen, wo ich das jetzt so im Vergleich zu den anderen Produkten aus der Limited Edition sehe. Das ist auf jeden Fall das, was ihr so bei Rossmann an LEs gerade neu finden könnt. Dann gibt es auch ein paar richtig coole Produkte jetzt bei Revolution neu. Das Ganze habe ich auf der Revolution-Seite für euch recherchiert. Dort könnt ihr auch einfach so bestellen. Habe ich auch schon sehr oft gemacht. Und es gibt jetzt eine neue Kollaboration mit Roxy zusammen. Die haben schon mal zusammen kollaboriert und es gibt jetzt die Make-up Revolution x Roxy Cherry Blossom Liquid Blushes. Das ist auch ein Blush-Duo, finde ich richtig gut für den Preis. 8,99 € für zwei verschiedene Farben. Ich habe auch schon andere Liquid Blushes von Revolution getestet und mag die wirklich gerne und finde das für den Preis auch wirklich toll, gerade wenn man sich da auch mal rantasten möchte. Außerdem gibt es in dieser Kollektion zusammen mit Roxy dann auch noch ein Highlighter-Duo, also
zwei Highlighter, einmal ein bisschen heller, einmal ein bisschen dunkler. Der eine ist so ein bisschen Champagner, der andere so ein bisschen mehr Bronzy. Und sie durfte auch eine weitere Lidschattenpalette gestalten. Die finde ich auch richtig süß mit diesen Blumen darin und man hat so eine, auf jeden Fall so eine pinky-violette Color Story mit so ein paar neutralen Tönen noch drin. Finde ich auch immer sehr schön. Ich finde, sowas passt immer wirklich sehr, sehr gut zusammen. Und auch ein Lippenset bzw. so ein Lipkit ist enthalten. Bekommt ihr dann einmal einen Lipliner und passend dazu dann einen Lipgloss. Die Lipliner kann man auch richtig gut alleine tragen. Also es ist nicht nur ein Lipliner, sondern über die ganze Lippe auch sowas, was richtig lange hält. So als Lippenstiftersatz sozusagen. Und eben, ja, kann man mit Gloss, ohne Gloss oder auch beides eben einzeln tragen. Und den Preis finde ich auch richtig gut dafür. Außerdem gibt es gerade irgendwie neue Haarteile bei Revolution, die jetzt irgendwie auch neu sind. Deswegen dachte ich, zeige ich euch die auch mal. Und zwar einmal diese richtig schönen Clips. Und das sind diese, die so flach sind von diesem Clip. Wisst ihr, hat keinen Huppel oder sowas, so dass wenn man das halt in die Haare schiebt, dass da nicht so diese Knicke entstehen. Die sind ja auch wirklich gerade total toll, wenn man halt zum Beispiel für Make-up sich das aus dem Gesicht klemmt. Make-up-Artists nutzen sowas ja auch sehr häufig. Und dann gibt es so super süße Organza-Scrunchies. Die schreien natürlich meinen Namen und ich finde 3 Stück 6,99 €. Das ist noch in Ordnung und ja, sind auf jeden Fall sehr süß. Die Farbgebung gefällt mir auch sehr gut. Und was man auch meiner Meinung nach immer gut gebrauchen kann, sind diese kleinen Haarclips. Man muss ja nicht immer diese riesigen haben oder diese mittleren, sondern ich finde halt diese kleineren auch super praktisch, wenn man halt wirklich das auch so von beiden Seiten zum Beispiel wegklemmt oder so oder sich nur so eine Strähne wegklemmt. Ja, finde ich aber dann doch ein bisschen teuer für so ein Zweierpack, so kleine Haarklemmen, ehrlich gesagt. Die weitere Haarklemme, die ich gefunden habe, die ist richtig schön. Die sieht so Permut-mäßig aus, total hübsch. Was ich nur nicht mag, ist, dass überall eben dieses R von Revolution drauf ist. Ich fände das schöner, wenn es halt nicht da wäre, aber an sich ist die sehr schön. Und dann gibt es eben noch eine von diesen Klemmen, die so ein bisschen besonderer sind. Wie so eine Schlange sieht das so ein bisschen aus. Ja, ist halt auf jeden Fall mal was anderes und es sind ja gerade sehr viele dieser Klammer-Hairstyles auch irgendwie sehr angesagt und viele Leute machen das ja auch. Und es gibt eben auch noch so ein Doppelpack, wo so einmal so ein bisschen, ja, so auch so Permut-mäßig und einmal so ein bisschen, ich weiß nicht, Marbel. Das Ganze dann nochmal als Doppelpack, falls man sowas halt sucht, ist man da auf jeden Fall gut aufgehoben. Finde ich aber hier auch sehr teuer mit 12 € für 2 Stück. Kommen wir dann jetzt noch zu einer anderen Make-up Limited Edition, die ebenfalls von Revolution ist, die ich sehr spannend finde. Und zwar ist es die Rock'n'Roll Beauty Limited Edition. Da gibt es einmal 2 verschiedene Highlighter und Blush Sets. Also einmal dieser Himbeerton in dem einen Set. Ist einfach, das schreit meinen Namen halt total. Aber ich habe schon einiges in dieser Richtung, deswegen werde ich auf jeden Fall da aussetzen. Ist aber sehr schöne Duos, die auf jeden Fall dabei sind. Dann gibt es diese Eyeshadow Sticks. Unter anderem eben auch in so einem tollen Blau. Und es gibt denen auch noch so ein Goldgrün und ein Taub. Es gibt auf jeden Fall einige Farben. Also wenn ihr sowas gerne mögt, findet ihr da auf jeden Fall einiges an Auswahl auch. Außerdem ist eine Lidschattenpalette dabei, wo ich erst dachte, boah, das ist so eine dreieckige Lidschattenpalette würde mich voll wahnsinnig machen. Aber dann dachte ich so, das sieht eigentlich ganz cool aus. Vor allem auch die Farben gefallen mir. Die Zusammenstellung ist echt schön. Man merkt auf jeden Fall, dass es hier irgendeine teurere Kollaboration ist, denn die Preise sind auf jeden Fall angehobener als sonst bei Revolution. Dann gibt es so eine super süße Kosmetiktasche. Das sieht einfach aus wie so eine Kassette. Ich liebe es. Ich liebe es. Es sieht so süß aus. Und dann gibt es auch noch Blending Sponges, ein Kit mit insgesamt 3 Stück enthalten. Ich habe noch eins von den Sponges von Revolution aus dem Adventskalender und fand den echt gar nicht so schlecht. Außerdem gibt es noch Lippenstifte. Auch hier gibt es unterschiedliche Farben und ich finde, da sind auch sehr, sehr schöne Sachen mit dabei. Das Ganze sind halt Glossy Lipsticks. Das Packaging, finde ich, ist halt auch sehr besonders. Es ist alles so ein bisschen düsterer und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, hat so einen ganz eigenen Look. Und dann gibt es auf jeden Fall auch noch Nagelfolien in 2 verschiedenen Designs. Einmal halt so schon sehr spacey und einmal so ein bisschen zurückgenommener und dunkler.
Und es gibt auch noch ein Glossy Lip Oil Kit. Da sind insgesamt 3 verschiedene enthalten. Ich liebe die Lippenöle von Revolution, wirklich. Ich nutze gerade selbst ständig die Glosse oder die Lippenöle. Ich finde, die sind immer richtig gut. Außerdem gibt es noch eine weitere Kosmetiktasche, die enthalten ist, passend zu der Kollaboration. Finde ich halt sehr cool. Also ist halt mal was anderes. Mein Geschmack trifft es nicht, aber ich denke, da gibt es auf jeden Fall die passenden Abnehmer dafür. Und es gibt auch noch ein Pinselset passend dazu, was ich finde, was auch richtig gut passt. Auch so ein bisschen düsterer, gefällt mir auch sehr gut. Und außerdem ist noch der Tattoo-Eyeliner enthalten. Und ein guter Eyeliner, ich mag die von Revolution auch sehr gerne, finde ich, geht immer. Braucht man auch irgendwie immer, finde ich auf jeden Fall, passt da auch sehr gut zu. Das waren jetzt alle Neuheiten für diesen Monat und die neue Marke. Denkt gerne an meinen Code, wenn ihr bei Purish bestellt. Und generell hoffe ich, dass ihr jetzt gut informiert seid. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!